Günter Holzer, Kammeramtsdirektor der Vorarlberger Ärztekammer. Knapp 170.000 Euro Betrug wurde bei Ihnen in der Ärztekammer festgestellt. Was ist denn genau passiert? Es ist so passiert, dass ein langjähriger und versierter Mitarbeiter in der Buchhaltung sein Fachwissen und auch seine große Vertrauensstellung ausgenützt hat, um unsere internen Sicherheitssysteme gezielt zu umgehen und uns um erhebliche Beträge geschädigt hat. Wie ist der Mitarbeiter dabei vorgegangen? Der Mitarbeiter hat, wie gesagt, Scheinbuchungen getätigt, die aber mit derartiger krimineller Energie vertuscht wurden, dass auch die jährlichen von uns durchgeführten und beauftragten Prüfungen durch einen Wirtschaftstreuhänder beim jeweiligen Rechnungsabschluss keinerlei Verdachtsmomente ergeben haben. Was sagt der Wirtschaftsprüfer? Wie kann so etwas passieren, dass man das so gut verstecken kann? Das ist hohe Professionalität mit Kriminalität gepaart. Das wird nie ganz auszuschließen sein. Es klingt, wie wenn Sie damit einen guten Mitarbeiter verloren haben. Ja, es tut mir deshalb besonders leid, weil dieser Mitarbeiter hat sehr gute Arbeit auch geleistet. Und es liegen offensichtlich private Gründe vor, die ihn dazu bewogen haben, derartige Handlungen zu setzen. Was sind diese Gründe? Die möchte ich also bitte nicht sagen. Er hat uns gegenüber also wirklich sehr offen auf unsere Fragen geantwortet, aber ich möchte diese privaten Gründe nicht hinausgeben. Wie ist der Betrug dann letztlich aufgeflogen? Das Ganze ist derart aufgeflogen, dass wir Anfang des Jahres 2009 eine neue Mitarbeiterin in der Buchhaltung angestellt haben. Diese hat dann im Zuge der Jahresrevision 2009 ist sie auf Unregelmäßigkeiten gestoßen, die uns natürlich dann sofort veranlasst haben, die früheren Jahre zu prüfen. Und dabei wurden eben diese Malversationen aufgedeckt. Wird dieser Betrugsfall Konsequenzen haben? Er wird insofern Konsequenzen haben, dass wir unser gesamtes Kontrollsystem noch einmal mit dem Wirtschaftsprüfer, der jetzt eben diese Prüfung durchgeführt hat, noch einmal durchgehen werden. Wir werden Verbesserungen entsprechend durchführen, aber es muss etwas klar sein, ein hundertprozentiges Kontrollsystem wird man nie schaffen.